Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com. Neil Gaiman sagte einmal in einem Interview der britischen Tageszeitung The Guardian, er könne keine Superhelden erschaffen, dafür aber Götter. Seinen ersten großen Erfolg landete er auch schon Ende der 80er Jahre mit dem Fantasy-Comic The Sandman. Darin sagt Gaiman, dass Götter auch fehlerhafte Charaktere sein können, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen tragen müssen. So erschuf er die Endlosen, die Endless. Sie sind mächtiger als Götter und für wichtige Elemente im menschlichen Leben verantwortlich. Hauptfigur in der Comicserie ist Morpheus, der Herr der Träume, der die Menschen Träume und Abträume sehen lässt. Da er dabei Sun verwendet, wird er auch The Sandman genannt. Wenn es um die Serie geht, ergibt sich ein anderes Bild. Gaiman erschafft zusammen mit dem Autor David S. Goyer die Sage um Morpheus neu, indem er hier und da den Zeitgeist der 2020er Jahre einstreut. Abgesehen davon lassen sich aber auch eine treue Anpassung und Neuinterpretation der Charaktere sehen. Verantwortlich dafür dürfte Gaiman selbst sein, der immer das letzte Wort bei der Umsetzung hatte. Die erste Staffel der Serie mit 11 Episoden hat die ersten 2,5 Comic-Sammelbände komplett adaptiert. The Sandman 2022 zeigt dabei eine sehr düstere Welt, manchmal sogar noch düsterer und grausamer als die Comicversion selbst. Es lässt sich erkennen, dass die Bilder im Comicformat die Menschen stärker schockieren, wenn sie in der Serie stattfinden. Denn dann entfalten die blutrüstigen Szenen eine viel heftigere Wirkung auf die Zuschauer. Daneben sind unvergessliche schauspielerische Momente der Serien zu erwähnen. Zum Beispiel mit Charles Dance als Geisterbeschwörer Roderick Burgess und Gwendolyn Christie als Lucifer. Beide Schauspieler, die heutzutage aus Game of Thrones bekannt sind. Nicht zuletzt ist David Thewlis als Rodericks Sohn John Dee erwähnenswert. Insbesondere wegen seiner Leistung in der 5. Episode. Thewlis, der auch den Remus Lupin in Harry Potter gespielt hat, trägt dabei quasi die komplette Folge auf seinen Schultern. Die Zuschauer der Serie werden sich vielleicht über den Erzählstil der Serie wundern, der eher als Anthologie mit fast eigenständigen Geschichten und nicht als lineare Erzählung daherkommt. So sind einige Geschichten für 5 Episoden zu sehen, einige für eine einzige, andere wiederum für 3 Folgen und das Ganze quasi nebeneinander. Übertragen in eine Live-Action-Serie kann das für Zuschauer, die Comics nicht gelesen haben, anfangs etwas verwirrend sein. Des Weiteren wirft die Serie den Zuschauer in die Welt des Geschehens, ohne eine konventionelle Einführung zu geben. Das mag für die Zuschauer, die Comicserie noch nie gelesen haben, anfangs schwer zu verkraften sein. In The Sandman erleben die Zuschauer mehrere dunkle und tiefgründige Geschichten über die Menschheit in all ihren Formen. Besonders hervorzuheben sind die 5., 6. und die 11. Episode, wobei es sich bei den 11. um eine Bonusfolge handelt. Auf der anderen Seite zeigt die Serie aber auch ihre Schwächen, wenn sie sich zu sehr auf Comicleser verlässt, insbesondere in den ersten Episoden. Es war schon immer eine kontroverse Diskussion, ob solche Adaptionen machbar sind, denn eine audiovisuelle Adaption einer Geschichte erfordert eine Anpassung, die der Erzählweise der Comics treu bleibt. Aber im Gegensatz zu Verfilmungen wie Watchmen von 2008, die hinter der Erwartungen zurückgeblieben sind, überzeugt die Serie The Sandman mit ihrer ersten Staffel. Für die Comicbook-Fans, das Outro der Episode bietet noch ein kleines Schmankerl, denn es wurde vom Cover-Illustrator der Comicserie, Dave McKean, gezeichnet.